Einen wunderschönen. Ja, der Jamie ist gestorben. Das habt ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen. Wenn nicht, einfach nochmal zurückspulen, dann erfahrt ihr das, wer Jamie ist, warum der gestorben ist und warum ich die Mission nochmal neu machen muss. Scheiße. Also, ich starte mal hier neu. Zum Kontrollpunkt neu starten. Mann, 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 lief nicht so. Ich hätte den anders fangen sollen. Entwaffne ihn, okay. Okay, wir gucken mal, ob ich ihn jetzt entwaffnen kann. Halte L2 gedrückt, um die Anzeige aufzunehmen. Je weiter du die Anzeige aufhörst, desto mehr Zeit hast du zum Zielen. Benutze einmal, um zu bewegen. Oh, sag mal, so schnell war ich nicht. Du musst mir auch die Zeit geben zu lesen. Du Depp. Du Depp. Mann, ey. Der macht's mir echt nicht einfach. Der schöne Revolver. Also, Waffe wegschießen. Zack! Jetzt ging's. Mann, ey. Okay. Oh. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. Oh, er kriegt seine Revolver wieder. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. Aber schön wär's. That's all a long time ago, son. Oh, wir können in die Richtung weiter. Kann ich ihn mitnehmen? Ich kann das Schwert nicht mitnehmen. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. You know, mach einfach mal Kinokamera an, da können wir dem Dialog folgen. You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. Oh, jetzt krieg ich Anschluss. What do you say, Jamie? He's a good father, a nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Ein Hase. Come on, that ain't true. Der Hoppler, der Rammler. Think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Are you still with Dutch and what was his name? Hester? Hosea. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Hmm. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Just ask me for a favor. You know Barry Linton's dead? Pneumonia. She told me. So the door's open, so to speak. That's all in the past. Different people now. She's not. And you seem just the same. Well, maybe that right there's a problem. She was always too good for me. Let's just get you back to your eine herrliche Aussicht. Station for us. Thank you.
Wahnsinn. Oder oben ist noch eine fette Kutsche. Das Schöne ist gerade an der Kinokamera, warum ich die Kinokamera, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, warum ich die so sehr mag, ist, ich brauche gerade gar nichts mehr drücken. Das ist das Schöne. Und das liegt nicht an dem neuen Pferd. Was ich immer noch nicht so verstehe, warum ich ein neues Pferd gekriegt habe, obwohl ich gestorben bin und nicht das Pferd. Ganz komisch. Aber okay, so ist es halt manchmal. Jetzt haben wir auf jeden Fall Jamie gerettet. Und genieße gerade die Aussicht. Ein weiterer Grund, warum ich die Kinokamera so mag. Und ein weiterer Grund, warum ich sage, GTA 5 oder Red Dead Redemption 1 gab es sie nicht, gab es sie nicht. Und da fehlt mir jetzt was. Na, was hat denn unser Pferd? Schüttelt so mit dem Kopf. Ich glaube, wir sind wieder in der Nähe von Valentine. Ja, da vorne sind die Schafe. Und auch der Bahnhof. Und es wird Abend. Können wir gleich nochmal auf die Jagd gehen. Trifft dich mit Mary im Bahnhofsgebäude. Jo, mach mal. Guck mal, hier kann ich erstmal mein Pferd anbinden. Au, das war natürlich jetzt nicht so günstig. Komm, folge mir. Ich habe mein Pferd vergessen, da irgendwie anzubinden. Was, Jamie, komm. Auch schön, wie das Licht hier drinnen brennt. Good evening. Da ist sie. Jamie! Jamie! Come home! Please! You've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home. For you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Oh, was kriege ich hier? Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Soll man mal jetzt zeigen, ich steige in den nächsten Zug, oder wie? Oh, Gentleman. Werde ich sie wiedersehen? Was ich? Oh, ach du. Wir. I know that. Hat sie mir gerade einen Korb gegeben? Was soll das? Alles klar. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. Ach, er schreibt in sein Buch. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Mission abgeschlossen. Wir liebten uns. Teil 3. Oh, alles klar. Die Mission haben wir geschafft. Also wiederholen. Nein, ich will sie nicht wiederholen. Überzeuge den Anführer der Chelonia, ohne Gewalt Jamie gehen zu lassen. Habe ich dann wohl mal nicht geschafft? Bringe Jamie innerhalb von 2 Minuten zurück zu Mary. Das habe ich dann aber auch nicht geschafft, weil ich mir ja wieder Zeit gelassen habe. Aber okay, ich bin ja jetzt hier nicht auf der Suche nach Goldmedaillen, sondern erstmal nur nach dem ganzen anderen. So, ich glaube, es ist wieder Tag. Gucken wir mal. Ich habe mir nämlich jetzt die Stelle markiert, wo wir eben waren. Also hier ist dieses Fort, da wollen wir nicht hin. Denn wir werden jetzt nochmal in die Richtung reiten. Ich will einen dieser Hirsche haben. Ich glaube, das gibt ordentlich Futter. Das machen wir jetzt. Beziehungsweise ihr seid noch ein bisschen mit dabei. Und jo, so machen wir das. Jetzt
gucke ich aber erstmal hier Kopfgeldjagd. Gibt's ja hier auch. Muss ich hier reingehen, oder? Beim Sheriff. Well, look here. Muss ja Geld verdienen. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. Till I got a reason to. All right. You smell that? Nee. Hast du gepupst? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than land and rickets. Benedict Arbright. Get some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. $50 gibt's dafür. Bring him in. Money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. And we need him alive. That's an important point. Ja, habe ich doch verstanden. Okay. Lesen. Benedict Albright. Gesucht, $50 Belohnung. Benedict Albright. Lebendig gesucht. Wegen des Verkaufs schädlicher Substanzen als Wunderheilmittel. Er ist auf der Flucht, sollte sich aber in der Nähe von Valentine aufhalten. Alle sachdienlichen Informationen oder Belohnungsansprüche sind zu richten an das Büro des Sheriffs. Alles klar. Umdrehen. Passiert nichts. Nö. Passiert nichts. Jetzt hole ich mir aber erstmal einen dieser Hirscher und vielleicht gehen wir in dieselbe Richtung. Ja, wir gehen in dieselbe Richtung. Da können wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Zack. Ja, das ist jetzt nicht dieselbe Richtung. Ach komm, wir gehen erstmal jagen. Hier waren ja diese großen Hirsche. Ich will doch noch so einen riesen Wapiti-Hirsch oder so fangen. Renne ich denn jetzt hin? Ah, ich verfolge die Mission. Okay. Na gut. Dann werden wir hier noch ein bisschen was reinnehmen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe doch eigentlich... Kann ich eigentlich mein Pferd wiederbeleben? Gesalzene Innereien? Nö. Stelle deine Gesundheit komplett wieder her. Ausdauer. Dead Eye. Das Vorrede Pferdenahrung. Pferd entdeckt ein schwer verletztes Pferd wieder zum Leben und verleiht für einen Tag einen goldenen Gesundheitskern. Hm. Kopf für den Arthurs Hudel. Was ist das? Ach, ich kann mich hier umziehen. Achso. Okay, jetzt hat er das andere Outfit an. Na gut. Wir können auch hier abkürzen. Durchsuche das Gebiet nach Hinweisen. Okay, dann machen wir das mal. Also ich bin schon mal richtig. Da vorne ist was.
vorne ist etwas. Konfrontiere den so. Ich hätte ihn jetzt einfach gefesselt. Hätte ich jetzt auch gesagt. Her good things. I'll pay in gold if you could help me find him. Er guckt schon so misstrauisch. My mother's real sick. Oh, well, if that's the case, for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know, a medical man. Finest medicine in the state. Alles klar. Put your hands up. Taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. There's a price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Ja, jetzt folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Natürlich. Oh. Mann, ey. Das war so zu erwarten. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Zieh den jetzt hoch. Mann, ey. Let's make this easy. What, you taking me in? It's just for question. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump. Or what? You can't shoot me, girl. Was quatscht der auch so rum? Ich hätte ihn ins Bein geschossen. Mann, ey. Bye, friend. Was für ein Depp. Ey, Arthur, du musst echt. Ich will dir keine Kamera jetzt nicht. Du musst den retten. Oh nein! Ist er jetzt tot? Was war denn das jetzt? Aber wo ist denn die gesuchte Person? Hä? Bin ich doof? Oh, weiter unten. So ein Versager. Hier, komm her. Was halte R2 gedrückt, während dein Pferd stillsteht? Ah, alles klar. Komm her. Was war denn das? Sag mal, du Depp. Also es kann doch nicht wahr sein, jetzt habe ich den nur noch losgelassen. Der kommt jetzt hier mit mir. Der ist so dreckig, das kann man doch keinem mehr zu.
Kann man doch nicht mehr machen hier. Aber lebt der überhaupt noch? Komm, wir plündern erstmal. Mann. Was war denn das für eine Aktion hier? Ich stecke ins Pferdeinventar, genau. Also gut gemacht. Gutes Tier. Lass mal was füttern hier. Oh, jetzt Verbundenheit 2. Das ist auch schon mal viel wert. Guten Tag. Sehr geil. Was, der quatscht so viel? Kein Ding. Gibt's erstmal eins. Oh, Sterne. Halt die Gusche. Ich guck mir die Sterne an. Störe meine Romantik nicht. Ja, ich bin ganz böser. Ja. Oh my lord. I wasn't expecting you back so soon. Echt nicht? Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? There's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. But I told you. But nothing. Shut up. And good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Now, sir, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. Sehr gut. Oh, guck mal, ach, da unten, jetzt verstehe ich das. Unten ist die Anzeige, ob man gut oder schlecht ist. Also gut oder böse. Okay. Ganz schön clever. Ich werde jetzt hier mal ins Hotel gehen. Da habe ich ein Zimmerchen. Dann werde ich erstmal eine Runde pennen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann, wenn es wieder hell ist. Und dann legen wir weiter los. Nee, so war das nicht gedacht. Ich wollte mein Pferd hier anbinden. Also dann, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut und tschüss.